Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich habe hier das Proctologodon liegen. Das Proctocerodon. Procoptodon, so rum. Das Proctologodon liegt faul in der Gegend rum. Aber ich hab's gleich, guckt mal, es ist fast gezähmt. Wer hat denn da schon wieder einen Haufen gesetzt? Ohne dass ich was davon erfahre. Schweinerei. Wird hier immer die Base eingesaut. Jedes Mal saut mir hier einer die Base. Die Kacke ist weg. Einfach despawned. Einfach so. Das ist nämlich eine selbstreinigende Base hier. Oh. Spoiled Raw Meat. Mein Prime Meat verfault. Das ist mir aber gerade egal. Das Einzige, was mich gerade interessiert, ist das Känguru, das Proctologodon. Nichts anderes, ja. Dieses Vieh ist so unfassbar selten. Es ist so selten, wirklich. Und ich habe auch noch ein Weibchen gefunden. Ich habe ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Und es kriegt 7 Level, kriegt es um. Yes! Ich habe ein Proctologodon gezähmt. So. Wie nenne ich dich denn? Ich nenne dich Klopfer. Nee, warte mal, du bist ja ein Mädchen. Dann kann ich ja nicht Klopfer nennen. Moment. Moment, Moment. Klopfette. So. Komm mal mit, Klopfette. Klopfette. Das klingt auch irgendwie komisch. Klopfette. Ich weiß auch genau, wo ich sie parke. Wo sie am sichersten steht. Hey, wo sind... Ah. Guck mal, ist das nicht geil, wie es guckt. Wie es guckt. Das ist so gut. Das ist so genial, ist das. Diese Augen, diese Ohren. Oh. Wie so ein Morgenmuffel. Das sieht aus wie ich, wenn ich aufgestanden bin. Wenn ich mich da hinlegen. Equip Saddle to Ride. Kann ich dann jetzt nicht einfach in den Beutel schlüpfen? Ich mach's mal auf neutral. Board Pouch! Oh, sag bloß, ich bin... Moment. Bin ich im Beutel drin? Wartet mal. Ich kann die Perspektive nicht ändern. Nein, wieso kann ich die Perspektive nicht ändern? Muss ich vielleicht die Fackel aus der Hand legen? Ich kann mich nicht selber sehen, wie ich im Beutel drin bin. Ach nö. Das macht doch die Freude kaputt. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Ah ja. Ich will doch mal... Ich will das doch sehen. Mensch. Komm, warte mal. Wie mache ich denn das jetzt? Wie komme ich denn da jetzt rein? Ah ja. Board Pouch. Nee, man kann das nicht sehen. Ach man. Oh, wie schade. Schade, schade. Ich hätte das jetzt so gerne gesehen, wirklich. Wie ich da vorne in dem Pouch drin bin, im Beutel. Also ich bin im Beutel drin. Ich kann das mal ganz kurz vielleicht demonstrieren. Indem ich vielleicht einfach mal das Känguru auf Disable voll... Ah, nein. Warte. Warte, warte. Board Pouch. So, jetzt läufst du ja rum, ne? Du bist ja auf Wandering. Läufst du? Läufst du? Vielleicht geht das mit dem von außen sehen auch erst, wenn ich den Sattel gemacht habe. Wartet mal. Hey, Enable Wandering war doch gar nicht an. Egal. Ich dachte, das wandert jetzt, aber es ist ja ausgeschaltet, das Wandern. Komm mal mit. Klopfette, komm mal mit. Klopfette klingt irgendwie, als wenn sie fett wäre, irgendwie. Aber irgendwie sieht sie auch ein bisschen saftig aus um die Hüften. Weiß es nicht. Komm mal so hin, komm mal so hier hin, so. Ja, genau. Halt! Denn da kann nämlich der Argentavis, kann sie da nicht so gut sehen. Wenn sie da so drunter steht. Das ist so ein bisschen so ein Schutz. Ein Klopfettenschutz. Magst du deinen Namen nicht oder warum guckst du mich so böse an? Ja, so, damit musst du jetzt leben, ne? Es gibt schon gemeine Eltern, kann ich dazu nur sagen. Klopfette. Jetzt fehlt nur noch ein Klopfer. So. Erstmal kacken, genau. Genau, so, jetzt suche ich mal Fell jetzt hier, damit wir noch einen Sattel machen können. So, wie es immer so ist, wenn man Fell braucht, da ist keins in der Nähe. Zumindest keins auf 4 Beinen oder so. Jetzt muss ich wieder endlos lange fliegen hier, bis ich mal wieder einen Mammut sehe, bestimmt. Ah, nee, okay.
Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Lol, wie die Wölfe sich erst verbuggt haben. Ich muss die Wölfe töten. Kriege ich auch Fell. Vielleicht reicht das auch schon. Wenn ich die Wölfe tot mache. Vielleicht muss ich die Mammuts... Vielleicht kann ich die verschonen, ja? Ach was. Verschonen, hö. Als wenn ich hier heute meinen milden Tag hätte. Blöde ist, ich habe jetzt Angst abzusteigen, weil da ein T-Rex links ist, der da rumgeistert. So, liegt hier noch irgendwo was? Da unten sind auch noch Wölfe. Könnte ich auch noch wegschnabulieren. Holen wir uns die mal. T-Rex kommt jetzt hinterher, ne? Ne, kommt da nicht, okay. Wölfe, kommt mal zu mir. Tut mir mal bitte einen Gefallen und sterbt mal bitte ganz schnell. Ich brauche mal euer Fell. Ich will mir das mal ausleihen. Juhu! Jetzt kommt wieder der Argentavis und frisst sie weg, ne? Ja, es war doch so klar, komm. Kleines Arschloch. Such dir deinen eigenen Wolf. Kann alles nicht wahr sein hier. Diese Diebe immer. So, jetzt mit der Axt schnell. Ganz schnell. Nein, das war wenig. Okay, wie viel habe ich jetzt? 18... 23, es reicht noch nicht, glaube ich. Ich glaube, ich brauchte 160 oder so. Weiß es gerade nicht genau. Ja, macht ihn platt, den Dieb. Und jetzt mache ich euch platt, hehe. Ne? Ah. So, schnell mit der Axt, schnell mit der Axt. Okay, alles klar. Hast du jetzt noch was, Argentavis? Warum komme ich immer auf Argentavis, Mann? Das ist ein Ketzal. Ein Ketzal ist das doch, Mensch. Menschenskind. Diese Verplantheit immer. Okay, hier ist jetzt alles weggefuttert. Ich brauche... Oh, was ist denn hier los? Wie viele T-Rexe laufen hier rum? Übertrieben. Rein ins Getümmel. Rein ins Getümmel. Wir fressen die Lümmel. Ja, holt mich doch, holt mich doch. Versucht es doch. La la la. La 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 la. Das ist eine Geschubse hier, ey. Ein Hin und Her Geschubse. Jawoll. So. Du auch. Jawoll. Platt ist es. Es gibt auch immer schön Erfahrungspunkte, so eine Aktion. Muss man auch immer sagen, weil ich level ja jetzt in letzter Zeit nicht mehr so schnell. Okay. Jetzt noch das andere Mammut und dann müsste es... Eigentlich müsste es dann reichen, glaube ich. Dann habe ich, glaube ich, genug Fell. So. Ast rein. So, zurück. Zurück, zurück, zurück. Komm schon. Ja, ich möchte unbedingt mein Känguru mal richtig ausprobieren. Ich will das mal sehen. Vielleicht, wenn ich einen Sattel draufziehe, vielleicht kann ich dann auch wieder... die dritte Personenansicht machen. Auch wenn ich vielleicht dann im Beutel bin. Ich hoffe, man kann das machen, dass man, wenn man im Beutel ist, dass man dann Third Person machen kann. Das wäre so gut. Ich will das unbedingt sehen. Ist doch unfair, wenn man das nicht sehen kann. Wenn man sich selber nicht sehen kann. So, Moment. Und jetzt den... Nee, nicht Structure. Shuttle. Prokoptodon. Mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte gibt es. Ich hoffe, viele. Bitte viele, ich brauche sie doch. Ja, ging. Es war ein sichtbarer Sprung gewesen. So. Das Fleisch ist mir jetzt gerade egal. Ich weiß, ich habe noch Prime Meat und so im Inventar. Ist mir jetzt egal. Ich will jetzt das Känguru ausprobieren. Klopfette, komm mal her. Klopfetti. Was frisst die eigentlich normalerweise so? Frisst die normalerweise eigentlich auch Pilze oder was anderes? Oder Beeren? Ich habe keine Ahnung, Moment mal. Sicherheitshalber, hast du noch was? Nee. Aber du müsstest ja eigentlich aus dem Trog fressen, ja genau. Lol, wie das aussieht. Kann ich springen? Geil. Kann ich da über die Mauer springen? Moment. Ah, Moment, da ist ein Argentavis. Hui! Oh Gott. Ha! Hui!
Haha, verarscht. Haha. Ne, 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 ne. Gott, wir sind da plötzlich wieder Wölfe. Wo sind die hier wieder hergekommen? Sind wieder gespawnt hier. Was war das? Ich habe irgendwas gehört. Ach, ein T-Rex. Okay, gut. Das kann mir eigentlich egal sein gerade. Was? War das gerade das Geräusch, was das Vieh macht? Tatsache. Ich glaube ja. Ich glaube, das ist das Geräusch vom Proctodon. Moment. Muss mich mal gerade ausrichten. So, jetzt versuche ich nochmal in einen Pouch reinzugehen, ja, in einen Beutel. Nee, geht nicht. Man kann das nicht von außen sehen. Ah, das ist schlecht. Das ist mal richtig schlecht, finde ich. Das, ja, das muss man mal sagen. Da muss ich ja im Spiel jemanden haben, der mich dann anguckt. Sonst sieht man das ja gar nicht. Buh. Oder gibt's irgendwie einen Trick? Hä? Klopfette, sag mal. Gibt's da einen Trick? Bist du still? Kannst auch mal was sagen hier. Sieht echt aus wie so ein... Vom Gesicht her fast schon wie so ein Koala-Bär sieht das aus irgendwie. Haben Kängurus nicht eigentlich eine viel längere Schnauze so? Guck doch mal, das ist eine voll kurze Schnauze. Das ist ein Kurzschnauzen-Känguru wahrscheinlich. Also irgendwie sieht das komisch aus. Und ich finde das schade, dass man das nicht sehen kann vom Außen mit dem Beutel. Ach ja, genau, ich muss mal angreifen. Moment, Moment. Da fällt mir... Ich will ja gucken, ob die boxen können. Moment. Kannst du boxen? Oh, ist das lame. Wieso boxt das denn nicht? Kängurus müssen boxen. Dann sind es keine richtigen Kängurus. Okay, das muss ich sagen, das finde ich schade. Ich hätte gedacht, die boxen dann so. Das stupst ja einfach nur. Wie lächerlich ist das denn? Kängurus müssen boxen, sonst sind das keine Kängurus. Ein Känguru, das nicht boxt, ist kein Känguru. Das ist ein Osterhase, aber kein Känguru. Sorry, aber da muss ich sagen, das finde ich jetzt ein bisschen, das finde ich ein bisschen schade. Ich finde es A, schade, dass man sich nicht selbst sehen kann, wie man im Beutel drin sitzt. Wenn man alleine spielt, ja. Und ich finde es B, schade, dass das Känguru nicht boxt, wenn es angreift. Zwei Dinge, die unbedingt sein müssten eigentlich bei Kängurus. Finde ich. Weil es ist doch immer so lustig, wenn man die dann so sieht, wenn die so miteinander kampeln, so. Wie sie dann immer so mit den Händen so aufeinander losgehen, so. Und dann immer so hüpfen dabei. Das ist doch total super. Das macht doch die Kängurus eigentlich aus. Aber das hier, das kann das ja gar nicht. Dann kann man ja gar keine Känguru-Boxkämpfe veranstalten. Das wäre so gut, wenn man denen dann so Boxhandschuhe anziehen könnte. Und wenn die dann das echt so, wenn die dann so im PvP, wenn man dann Boxkämpfe machen könnte, wenn die dann so K.O. gehen würden auch, je nachdem welches stärker ist, das wäre so gut. Das wäre einfach so gut gewesen. Aber sorry. Nee, sorry, das finde ich schade. Moment mal, da fällt mir noch was anderes ein. Ich muss mal gucken, kann man den Hüte aufsetzen? Kostüms kann man dem aufsetzen. Okay, dann gucken wir mal wenigstens noch mal kurz, wie das aussieht, wenn ich dem Proctologodon eine Weihnachtsmütze aufsetze. Ich habe ja noch Weihnachtsmützen. Hier, Moment, das war ja dieses Skin, ne? Santa Head Skin. Auf einem Helm. Nee, Helm brauchen wir nicht. Sattel, genau. Hier, so. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Geht das schon? Geht das schon? Ich finde das Geräusch auch irgendwie seltsam. Ah, ja, das sitzt ja auch irgendwie so ein bisschen komisch hinten, oder so, die Mütze. Ist das irgendwie... sitzt mehr so auf dem Hinterkopf irgendwie, die Mütze, als wirklich auf dem Kopf. Nee, muss ich sagen, insgesamt... Ich meine, so die Figur und so ist ja wieder mal ganz gut gemacht, ja. Aber so die Features... was es so kann, weiß ich nicht. Ich meine, es ist sicher lustig im Multiplayer, wenn man dann da vorne drin sitzt, irgendwie, und der andere reitet das Vieh, das ist bestimmt witzig und so. Ey, was ist da los, Argentavis? Moment. So geht das nicht. Weg! Hin! Fort! Das ist ja unglaublich. Wo kommt dieses Krösel immer her, ey? Das ist ja Wahnsinn. Ich möchte echt mal so einen kleinen Schutzwall haben gegen diese blöden Argentavisten hier. Oder ich sollte vielleicht echt mal dazu übergehen, mir hier in die Mitte so eine Minigun zu stellen.
die dann immer, wenn so ein Agent Harvis zu nahe kommt, einfach richtig volle Kanne gibt. Vielleicht ist das die Lösung für mein Agent Harvis-Problem. Es könnte sein. Wie teuer ist eigentlich so eine Minigun? Was muss ich da eigentlich machen? Moment. Ich guck mal nach, wie viele Engram Points das kostet. Ich glaube, machen könnte ich sie schon. Schauen wir mal. Weil es nervt mich irgendwie, dass die Viecher immer hier hinfliegen. Ich will nicht, dass die... Auto-Turret. Ist das das? Consumes Bullets. Ja, was für Bullets? Can be configured to automatically attack hostiles. Ja, ja. Pff. Pflanze X könnte ich natürlich auch mir besorgen. Aber die stirbt irgendwann, glaube ich. Die ist irgendwann tot. Gab es nicht noch irgendwie Turrets? Es gab doch noch mehrere Turrets. Das war doch nicht der einzige. Moment. Also das ist zumindest der einzige, den ich machen kann. Naja, wartet mal, dann... Was brauche ich denn dafür? Assault Rifle. Muss ich Assault Rifle auch noch lernen dafür? Und da brauche ich das Longneck Rifle. Muss ich ja voll die ganzen Blueprints lernen, die ich eigentlich gar nicht lernen wollte. Moment. Ich schau mal ganz kurz, wie viel kostet mich das denn insgesamt, der Spaß? Longneck Rifle kostet 18. Das Assault Rifle hat 24 gekostet. Das sind dann schon mal 32. Nee. Falsch gerechnet, oder? Nee, doch. Richtig gerechnet. Nee. Moment. Nee, 42. 42. Oh Gott. 42 kostet es. Und dann nochmal 40 für den Turret. 82 Engram Points. Naja, gut, ich meine, ich hab's ja, ne? Und zur Not kann ich ja die Gedächtnisverlustsuppe essen, dann vergesse ich, dass das jemals passiert ist. Okay, gut. Wie jetzt? Flärger. Ach, Flärgern muss ich auch noch lernen. Moment. Wo ist die denn? Die Flärgern. Wo ist die denn? Da! Okay. 48 Engram Points sind es ja dann. Okay, gut, dann ja, dann... Ach, ist nur einmal im Jahr Weihnachten. Aber Weihnachten ist eigentlich schon vorbei. Ist egal. Ich mach das jetzt. Hab jetzt gerade... Die Idee ist gerade in meinem Kopf gereift, ja. Und das ist irgendwie eine gute Idee, dass ich diese blöden Viecher immer mal loswerde, wenn die zu nah an die Base kommen. Und dass die nicht immer meine Tiere angreifen. Was musste ich jetzt freischalten? Genau, das Assault Rifle. So, Auto-Dredge. So, wie viel, was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt, brauche ich jetzt dafür? Moment. Muss ich mal einen Fabricator gucken, da steht das doch bestimmt. Und das hier können wir jetzt ausmachen. So. Weapons. Firearms. Ah, ne, Moment, das ist falsch. Structures. Electric. Ne, ist auch falsch. Hä, wo muss ich denn den, machen? Verstehe ich nicht. Hier? Weapons? Nee. Hä? Wo muss man den denn craften? Muss man den nicht hier am Fabricator machen? Oder muss ich den... Doch, den muss man doch am Fabricator machen irgendwo. Da nicht, ist klar. Ein Bett kann ich machen. Dieses Bett ist auch so overpowered irgendwie mit 320 Metal-Ingos da, die man da braucht und 80 Polymeren. Also ich verstehe das gerade nicht. Wo muss ich den denn machen? Den Auto-Turret da. Komisch. Moment, das muss doch da stehen. Ne, hier beim Engram Point muss das doch da stehen eigentlich, wo ich den craften kann. Moment. Da. Requires Engrams. Can only be crafted at Fabricator. Ja, toll. Und wieso habe ich den... Wie? Wo? Weapons? Firearms? Nee. Structures, Electrical... Ach, Defenses! Ach, da! Okay, ich hab's gefunden. Electronics 70, Metal Ingos 140, Cementing Paste 50 und Polymer 20. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich glaube, das ist nicht das Thema. Ich glaube, das echte Thema ist, glaube ich, die Munition dafür ranzuschaffen. Verbraucht Kugeln, während es feuert. Okay.
Ja. Hätte ich mir fast gedacht. Aber welche Kugeln? Es gibt Advanced-Kugeln und normale. Hm. Naja, gut, dafür habe ich ja Blueprints für die Munition. Also für Advanced Bullet. Wahrscheinlich die, oder? Will ich jetzt mal vermuten? Keine Ahnung. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er verschießt Advanced Bullets. So, aber jetzt machen wir mal Folgendes hier. Jetzt machen wir hier wieder den... Jetzt geben wir dem Proctodon erstmal den normalen Sattel wieder. Huch. Tür im Gesicht zugemacht. Und dann würde ich sagen, ist an der Stelle auch schon wieder mal die Folge zu Ende. Wir haben ein leider etwas unspektakuläres Känguru bekommen. Ich finde das ein bisschen unspektakulär, aber naja, gut. Da guckt es mich ganz entsetzt von der Seite an. Was? Was? Wie war das? Es guckt auch irgendwie so böse. Ich weiß auch nicht. Naja. Ein Känguru, das nicht boxt, ist meiner Meinung nach kein Känguru. Und in dem Sinne würde ich sagen, ist die Folge zu Ende. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.